Herzlich willkommen zu unserem heutigen Event. Es geht um Paradigmenwandel, Paradigmenwandel durch und für Industrie 4.0 als Voraussetzung für die Smart Factory. Wir sind View Systems. Mein Name ist Bernhard Rohe, ich bin geschäftsführender Gesellschafter. Gegründet 1994 haben wir uns zunächst mal um die Moderation von Workshops im Unternehmen zur Ablaufoptimierung aus der eigenen Kraft heraus gekümmert. Danach haben wir uns sehr lange Zeit mit dem Thema ERP auseinandergesetzt, sind heute auf der Industrie 4.0 Plattform IndustryView SF. Das ist unsere eigene Softwareentwicklung. Diese Software wird in App Stores vertrieben. Unsere Kunden können diese Software abonnieren, sind also relativ ungebunden, müssen nicht große Investitionen tätigen, um in die Digitalisierung zu kommen. Heute geht es um den Paradigmenwandel. Sie alle kennen die Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 der ACATEC und Forschungsunion. Veröffentlicht wurde das im April 2013, ist also tatsächlich schon über 8 Jahre her. Und ich möchte auf einen bestimmten Absatz hinaus, nämlich das zweite Kapitel besagt unter anderem intelligente Produkte, Smart Products, verfügen über das Wissen ihres Herstellungsprozesses und künftigen Einsatzes. Sie unterstützen aktiv den Produktionsprozess. Dieser Satz ist besonders prägnant, finde ich. Wann wurde ich gefertigt? Mit welchen Parametern muss ich bearbeitet werden? Wohin soll ich ausgeliefert werden? Etc. Das steht genauso da drin, das können Sie nachlesen. Interessant ist das Ich, wie ich finde. Also das Produkt wird aktiv. Das Produkt ist smart. Das Produkt weiß, wie es gefertigt werden soll. Und daran erkennt man den Paradigmenwandel durch Industrie 4.0. Das hat es vorher nicht gegeben. Wir haben ERP-Systeme in den Unternehmen. Da wird über das Produkt, über die Maschine und über das Material gesprochen und die Daten betreffen das, aber das Produkt selbst, die Maschine selbst, ist darin nicht aktiv, sondern alles, was passiert im ERP, passiert durch den Akteur Mensch, beziehungsweise auch nur dann, wenn der Daten eingibt oder klickt. Genau das hat die Industrie 4.0 ganz anders gemeint und jetzt kann man mal auch in Ihrem Unternehmen schauen, inwiefern haben Sie das tatsächlich umgesetzt. Um was geht es? Wertschöpfungsteilnehmer. An einem Prozess sind immer mehrere Teilnehmer beteiligt. Es gibt Produkte, also Smart Products nach Industrie 4.0, Maschinen, Smart Machines, Werkzeuge, Smart Tools, Material, Smart Material, Behälter, Smart Containers und alles das ist laut Definition Industrie 4.0. Smart heißt selbst intelligent. Was heißt denn jetzt eigentlich genau intelligent? Schauen wir uns das mal in einer Welt an, die wir alle kennen. Fahrzeuge sind heute mit Assistenzsystemen ausgestattet. Wir erkennen zum Beispiel Verkehrszeichen. Der Akteur ist aber da weiterhin der Mensch. Was man ja jetzt schaffen will, die Automobilindustrie ist mit Hochdruck dabei, selbstfahrende Fahrzeuge zu schaffen. Fahrzeuge, die gar keine Kamera mehr brauchen, ja, geschweige denn das Verkehrszeichen, ist eigentlich total überflüssig bei diesen selbstfahrenden Fahrzeugen, denn der Akteur ist die Maschine und die Maschine würde in diesem Beispiel selbst erkennen, anhand der Verkehrsdichte, anhand des Wetters, anhand der Fahrbahnbeschaffenheit, wie schnell kann ich da fahren? Und dann würde die Steuerung dieses Fahrzeugs diese Entscheidungen selbst treffen. Das genau ist digital. Der linke Part hier ist computergestützt analog. Das heißt,
Der Mensch entscheidet, der Mensch gibt ein, der Mensch nimmt das Gas weg. Und darin unterscheiden sich auch die Maschinensysteme heute. Das sind alles computergestützte analoge Systeme, genau wie die Fahrzeuge auch. Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, nachdem der Paradigmenwandel in der Umsetzungsempfehlung erschien, wie kann man das denn machen? Wie kann man Dinge intelligent machen? Um Intelligenz erzeugen zu können, brauchen Sie Daten. Die haben wir hier auf der linken Seite Attribute genannt. Und Sie brauchen Algorithmen. Lassen Sie mich das an einem einfachen Beispiel erklären. Diese Tasse hat eine Farbe, sie ist weiß, hat ein Eigengewicht von 300 Gramm vielleicht, eine Füllmenge von 0,3 Litern und eine Temperatur dieses Inhalts. Da haben wir ein kleines Messsystem genommen bei der Fotoarbeit für dieses Beispiel. Fieberthermometer kennt jeder. Das heißt also, wir messen die Temperatur. Jetzt wäre eine Sache nicht intelligent, wenn sie keine Algorithmen bereitstellen würde. In unserem Beispiel wäre das die Füllmenge oder die Temperatur des Kaffees. Geht die Füllmenge unter 0,2 Liter oder die Temperatur geht unter 30 Grad Celsius, weil kalten Kaffee mögen wir nicht, der mag zwar schön machen, aber der schmeckt nicht gut, also wird nachgefüllt. Das ist der Algorithmus. Wenn ich also eine intelligente Kaffeetasse erstellen will, dann gehe ich genauso vor. Ich hole mir die Daten, ich verarbeite diese Daten im Algorithmus und die Kaffeetasse wird intelligent. Algorithmen werden heute in vielen Fällen auch von uns durch künstliche Intelligenz erzeugt. Künstliche Intelligenz hat den Vorteil, dass sie sich die Algorithmen und die Stammdaten, die sie dazu benötigen, in der Regel nicht mehr selbst ausdenken müssen, sondern das künstliche Intelligenzsystem lernt diese Daten kennen. Soweit zu unserem kleinen Beispiel Kaffeetasse. Das müssen Sie jetzt gedanklich übertragen auf komplexe Produktionsprozesse, aber das wird Ihnen jetzt, glaube ich, auch nicht mehr besonders schwer fallen. Lassen Sie mich das etwas vertiefen an dem Beispiel Maschinen. Was bedeutet das? Paradigmenwandel, Maschine bezogen auf die Maschine. Die Maschine hat jede Menge Daten. Diese Daten sind verfügbar. Ich gehe heute so weit, dass ich sage, dass 80% aller Unternehmensdaten in der Produktion verfügbar sind. Im Bereich des ERP, was wir alle brauchen, weil es fährt kein LKW ohne Lieferschein vom Hof, liegen vielleicht 20% der gesamten Daten des Unternehmens. Aber in der Produktion, auf der Automatisierungsebene, garantiert 80% oder noch mehr. Und dazu gehören zum Beispiel die Lagertemperaturen der Antriebswellen von Maschinen, Störmeldungen, die passieren, dann bleibt die Maschine stehen, die Produktivität sinkt. Die Maschine gibt uns die Mengen, die gibt uns weitere Messwerte, wie zum Beispiel Presskräfte, also alles Dinge, die entscheidend sind für mehrere Kategorien von Daten, wie zum Beispiel die Qualität, wie die Verfügbarkeit und wie die Produktivität dieser Daten. Das sind Daten, die die Menschen in der Produktion dringend benötigen und vielfach gar nicht kennen. Die sind zwar da, aber sie sind nicht vernetzt. Unsere Aufgabe mit Industry View SF besteht genau darin, nämlich die Vernetzung von Menschen, Menschen untereinander, aber auch Menschen zu Maschinen, Maschinen zu Maschinen, also Maschinen untereinander. Und wenn wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen im Sinne des Paradigmenwandels,
Jetzt kann also die Maschine genauso wie ein Mensch über ein Netzwerk Daten austauschen und Algorithmen ablaufen lassen. Und dann wird eine Maschine intelligenter. Lassen wir uns das noch mal etwas weiter vertiefen. Jetzt beziehen wir also, indem wir auf dem Serversystem die Maschine ein zweites Mal anlegen als digitalen Zwilling, die Daten aus der physikalischen Welt, also von dem physikalischen Zwilling Maschine. Was müssen wir dafür tun? Wir koppeln die SPS, also die Steuerungsebene der Maschine. Wenn wir das tun, dann können wir den digitalen Zwilling viel intelligenter machen als den physikalischen. Weil der physikalische, der kann gut produzieren, aber ansonsten die gesamte administrative Tätigkeit überlässt er ja dem Menschen. Also was passiert in Richtung Predictive Maintenance, Produktivität, Kennzahlen bilden, Smart Contracts, Zukunftswelt, Catena X ist da eine ganz entscheidende Größe. Die Automobilzulieferer unter Ihnen kennen das sicherlich schon. Wenn nicht, schauen Sie mal im Internet nach. Catena X ist das Netzwerk der Automobilhersteller. Im Moment sind da schon die drei großen drin, BMW, Daimler und VW. Da wird eine digitale Lieferkette entstehen. Dann reden wir über Smart Contracts. Dann muss die Maschine das verarbeiten können, was da aus der digitalen Lieferkette empfangen wird, was da reingesendet wird. Darüber hinaus Werkeassistenzsysteme, die Materialversorgung der Maschine, all das kann unter dem Aspekt dieses Paradigmenwandels, über den wir gerade sprechen, also ich Maschine melde mich, wenn die Lagertemperatur zu hoch ist bei der Instandhaltung. Ich Maschine erzeuge Produktivitätskennzahlen. Ich Maschine kann mit Smart Contracts arbeiten und direkt produzieren. Genau da liegt der Paradigmenwandel, den wir alle brauchen. Das ist genau die Sache, die momentan fehlt. Zusammen mit den Algorithmen wird also der digitale Zwilling intelligenter als der physische. Schauen wir da noch etwas tiefer rein. Wie verbinden wir jetzt diese digitalen Zwillinge mit den Mitarbeitern? Es gibt für jeden einzelnen Bereich entsprechend der Rolle dieser Mitarbeiter Programme, die unsere Kunden aus diesem App Store beziehen können. Gehen wir wieder zurück zum Anfang. Lassen Sie uns mal in den Bereich der Produkte schauen. Wir haben ja vorhin über intelligente Produkte gesprochen. Woher kommen die Daten für Produkte? Auch Produkte werden als digitaler Zwilling im Sinne dieses Paradigmenwandels, ich Produkt, arbeite in dem Netzwerk aktiv mit. Die Daten von Produkten werden repräsentiert in Ihrem Unternehmen durch das CAQ. Da stehen nämlich die Werte der Prüfmerkmale drin. Daran kann man einmal erkennen, ist das in Ordnung, das Produkt? Entspricht das also der gewünschten Qualität? Und zum Zweiten, kann dieses Produkt, also das intelligente Produkt im Sinne des Paradigmenwandels, mit dem Werkzeug und der Maschine kommunizieren? Natürlich alles in diesem Bereich der digitalen Zwillinge. Jetzt kann man also davon ausgehen, die digitalen Zwillinge ergänzen auf ganz intelligente Art und Weise die Physik des Unternehmens. Genau darin liegt der Paradigmenwandel durch Industrie 4.0.